Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ist schon der letzte Donnerstag im Monat und es ist wieder Hörgenuss des Monats Zeit. Ja, ich und andere liebe YouTube, Booktube-Mädels laden am letzten Donnerstag des Monats immer einen Hörgenuss hoch. Und diesmal ist es ein sehr spezieller Hörgenuss, den wir uns alle anhören können und theoretisch auch sollten. Ja, so viel sei dazu gesagt. Ja, beim Hörgenuss handelt es sich ja um ein Hörbuch, um ein Hörspiel. Es gibt YouTube-Tipps, es gibt Podcast-Tipps, alles Mögliche. Ihr findet die Playlist immer unten in der Infobox. Ich verlinke auch Steffi, Ruth und Christine unten in der Infobox. Schaut also gerne mal vorbei und lasst euch so von den Hörgenüssen des Monats ein wenig inspirieren und mitreißen. Und ja, im September war mein Hörgenuss Schnee, der auf Ceran fällt von Thorsten Sträter. Ich bin nicht der größte deutsche Comedy-Fan und bin auch nicht so ein Fan von diesen ganzen Shows, die irgendwie laufen, und kann mit dem deutschen Humor sehr selten etwas anfangen. Allerdings habe ich Thorsten Sträter über LOL kennengelernt. Ich bin ja tatsächlich ein sehr großer Bully-Fan und mag sehr vieles, was er hier an Humor seit den letzten über 20 Jahren im Grunde zeigt. Kommt das hin? Wahrscheinlich sogar länger, ne? Ja, aber gut. Angefangen von der Bulli-Parade und so weiter. Und Thorsten Sträter war bei einem der LOL-Staffeln dabei und ich kannte ihn auch vorher schon als Hörbuchsprecher. Und natürlich war mir der Name ein Begriff. Und ein lieber Kollege hat mir, Schnee, der auf Ceran fällt, empfohlen. Das läuft auf Spotify, das heißt für alle eigentlich tatsächlich hörbar. Und ich habe es mir vorher runtergeladen, war jetzt auf einer längeren Busfahrt im September und habe da 2,5 Stunden fast durchgelacht. So lange dauert nämlich das dritte Bühnenprogramm von Thorsten Sträter. Es gibt es auch auf Audible, es gibt es auch als CD. Allerdings eben nicht als haptisches Buch, sondern man muss es sich zwangsläufig anhören. Vielleicht gibt es das sogar zum Anschauen oder eben live-programmtechnisch dann wahrscheinlich auch, wenn er irgendwie auf Tour ist. Ich war so überrascht, wie schnell mich Thorsten Sträter mit seinen wahnsinnigen Wortspielen gefangen hat. Also es hat, glaube ich, keine 5 Minuten gedauert, dann war ich voll mit in seinen Gedankenspielen drin. Übrigens sehen meine Gedanken manchmal genauso aus, also von wir reden oder denken über ein Thema, dann nehmen wir eine Abbiegung, noch eine, ein bisschen geradeaus und dann wieder rechts. Und dann fragt man sich, wo war eigentlich der Anfang? Und so ähnlich funktioniert dieses Bühnenprogramm, dieses Hörspiel von Thorsten Sträter auf. Übrigens natürlich live von ihm gesprochen, vorgetragen während eben der Live-Veranstaltung. Und ich habe so, so viel gelacht, wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, die im Bus haben sich zeitweise gedacht, huh, was hat die denn eingenommen? Aber ich fand es großartig. Es hat jetzt keine direkte Geschichte, keine so richtige Handlung. Er folgt wirklich seinen Gedanken, geht auch relativ spontan oft auf Dinge ein, die irgendwie vom Publikum ja im Grunde eingestiegen werden, eingerufen werden. Und es sind sehr verrückte Stories, die er uns hier erzählt. Und das fand ich großartig. Ich fand auch toll, wie er zum Beispiel erzählt, sein Vater und sein Sohn kommen in dieser Show nicht vor, sind nicht Teil dieser Show und trotzdem sind sie irgendwie Teil. Und dann gibt es natürlich auch Gründe, warum nicht. Und dann pickt er da wieder Geschichten raus, wo man denkt, na, hast du nicht gerade noch gesagt, eigentlich sind sie nicht Teil der Show, aber dann sind sie es irgendwie doch. Und das passiert mit so vielen Dingen, wo die aus dem Nichts kommen, die total lustig sind, die so auch banal sind, die manchmal so trocken sind, und er bekommt es mit diesen Wortspielen einfach großartig hin. Ich fand Thorsten Sträter wahnsinnig spontan in seinen Gedanken, in seinen Erzählungen. Ich mochte diese Schnelle, was ja wirklich schon an Stand-Up-Comedy auch erinnert. Ich fand es toll, wie er es vorgetragen hat, wie er es betont hat, wie er auch einfach mal etwas hat wirken lassen. Ich fand das einfach toll. Ich habe wirklich mindestens 2 Stunden davon gelacht, geschmunzelt, genickt und gedacht, ja, bin ich überall dabei. Ich fand es einfach großartig. Und es hat mich einfach auch so überraschend erwischt, weil ich so mit keiner Erwartungshaltung an dieses Spotify-Hörbuch rangegangen bin. Ich habe mir das runtergeladen, dachte, ja, ist ein wunderbares Wortspiel. Natürlich auch schon, ich glaube, das Buch heißt ja Schnee, das auf Zedern fällt. Ne? Ich glaube, so ist das Buch. Und ich glaube, es gibt auch eine Verfilmung, aber die kenne ich nicht, ich kenne nur das Buch. Und ich dachte schon, okay, Ceranfeld, also auch das Feld, wo man kocht,
und aber es fällt und ich, ach ja, und auch die Interpretation, was dieser Schnee alles sein könnte, ich habe es wirklich geliebt. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der Spotify irgendwie hat und das nutzt, hört da einfach mal rein, lasst es auf euch wirken und seht die Dinge nicht so eng, nicht so ernst, sondern lacht einfach mit. Und es tat so, so, so gut. Und ich glaube sowieso, dass wir viel zu wenig lachen in unserem Leben. Und hier so angetrieben zu werden, motiviert zu werden, Impulse zu bekommen, um einfach zu lachen, um zu schmunzeln, um ja einfach auch diese Wortspiele mal kurz wirken zu lassen. Und ich glaube definitiv, dass das auch etwas ist, was ich mir ein zweites Mal anhören werde, weil wahrscheinlich dann so andere Verbindungen auch nochmal klarer werden, die jetzt vielleicht auch in dieser in diesem schnellen Erzählen ein bisschen untergegangen sind. Also für mich wirklich der Hörgenuss des Monats. Und was Comedy angeht, glaube ich, dass jetzt von Thorsten Sträter ich mir doch auch mal ein bisschen mehr anschauen muss. Ich glaube, womit ich so meine Probleme hätte, ist das, wenn er so pur nur vorliest, wobei er das ja auch schon sehr unterhaltsam gemacht hat. Aber ich glaube, dieses komplett freie, spontane, schnelle, Gedanken nicht folgende hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie so einen Funken Humor verspürt und denkt, ja, da höre ich einfach mal kostenlos ja am Ende bei Spotify rein. Ich glaube, bei Spotify, wenn man es nicht als Premium sozusagen hat, kommt Werbung zwischendurch. Ich habe ein Premium-Konto, deswegen hat mich das jetzt irgendwie gar nicht gestört. Ich konnte das durchweg anhören. Man kann keine Geschwindigkeit erhöhen, wenn Spotify denkt, es ist Musik. Also es gilt da als Album, dann kann man das Musikstück im Grunde nicht schneller drehen, während man ja Podcasts durchaus sich schneller anhören kann. Aber das hat mich hier überhaupt nicht gestört. Also ich fand, dass Thorsten Sträter sowieso ein sehr schneller Redner ist und auch wirklich meine Gedanken gut da mitgekommen sind. Ich glaube, viel schneller hätte man sich's gar nicht anhören können, weil dann wäre man mit den Wortspielen wahrscheinlich gar nicht mehr mitgekommen. Aber es ist ja freie Rede und das macht Thorsten Sträter perfekt. Also wirklich ein wahnsinnig tolles Hörbuch, Hörspiel, Bühnenprogramm, was ich hier 2,5 Stunden genießen durfte und ich hatte wirklich großen, großen, großen Spaß und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, hört mal rein, lasst es auf euch wirken und ja, vielleicht werdet ihr dann ja auch Thorsten Sträter Fan. Vielleicht seid ihr ja auch schon Fan von Thorsten Sträter und könnt mir irgendein anderes Programm von ihm direkt empfehlen, dann natürlich auch sehr gerne in die Kommentare. Und das war jetzt mein Hörgenuss des Monats September. Demnächst fängt der Oktober an und somit das 4. und letzte Quartal. Es ist ja wirklich verrückt, wie wenn man immer mal wieder so einen Hörgenuss dreht, wie man merkt, wie schnell so ein Monat irgendwie rum ist. Habe ich nicht gerade noch den vom letzten Monat und von Juni und so gedreht? Ja, ihr versteht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Hörgenuss. Schaut auch bei den anderen Mädels vorbei, alle drei unten in der Infobox. Ich freue mich jetzt dann auch auf meine Infobox, auf meine Abo-Box. In der Infobox ist die Verlinkung, in der Abo-Box sind die Videos. Steffi, kriegen wir hin. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auch bei den anderen vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.